Ja, hallo Leute, wie versprochen eine Rezension zu das Orakel von Delphi als erstes. Ja, Orakel von Delphi, ein neues Spiel von Stefan Feld. Der hatte letztes Jahr auf Essen nichts vorgestellt, aber dieses Jahr ein richtig gutes Spiel hier rausgebracht. Und ich war schon sehr gespannt, dieses Spiel zu spielen. Ich liebe Stefan Feld Spiele, vor allem Traian. Traian ist mein Lieblingsspiel von Stefan Feld, die Burgen von Burgund. Finde ich auch extrem genial. Und ja, also diese zwei Spiele wirklich schwer zu schlagen in dem Bereich, finde ich. Und war echt gespannt, was er hier wieder auf den Tisch bringt. Ja, das Spiel, gleich vorweg, ist wirklich sehr gelungen. Uns gefällt sehr gut. Hat eine andere Siegbedingung, ist mal ungewohnt und wir finden das richtig cool gelöst. Einen Wermutstropfen gibt es, leider ist die Anleitung hier nicht so gelungen. Da gehe ich dann im Fazit drauf ein. Aber wie gesagt, jetzt die Spiel- und Regelerklärung von das Orakel von Delphi. Ich hoffe, es hilft den einen oder anderen von euch, dass ihr einen Überblick über das Spiel bekommt, wenn ihr es euch kaufen wollt. Ja, ein sehr gutes Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Viel Spaß beim Gucken und wir legen gleich los. Hier geht es darum, die 12 Aufgaben der Götter zu meistern und damit auch im Olymp mitfeiern zu dürfen. Ja, ihr seht hier den Spielaufbau. Der Spielaufbau ist modular. Den habe ich jetzt selber konfiguriert, also nicht nach Anleitung gebaut. Und hier gleich mein erster Kritikpunkt, falls ihr euch fragt, diese Blättchen hier sind doppelseitig bedruckt. Ich habe das zur Veranschaulichung jetzt mal die drei mittleren Kreise, die immer gleich sind. Man kann eben den Spielaufbau auch variieren, indem man die Blättchen ja auch kippt. Aber wir spielen das ja meistens jetzt so, damit man hier die Ringe nicht sieht, sondern eben die farblichen Symbole. Das hat den Grund, nämlich, wenn ihr hier seht, hier sind es nur vier Felder, aber das ist ein kleiner Kritikpunkt am Spiel. Die Farbgebung rosa und rot ist ja leider nicht sehr gelungen. Da hätte man vielleicht noch eine andere Farbe testen sollen. Aber wenn hier sehr viel rosa und rot ausliegt, dann muss man oft dreimal hinschauen. Und das ist sehr anstrengend für die Augen und finde ich jetzt nicht optimal gelungen. Also, wenn es möglich ist, dann bauen wir uns die Map immer auf der Rückseite zusammen. Hier sieht man dann die Symbole farblich dargestellt und das ist dann ein bisschen angenehmer zu sehen. Auch hier ist die farbliche Unterscheidung, wenn man schnell gucken muss, nicht so einfach. Aber dennoch sieht man die Symbole sehr schön und anhand dessen ist es dann natürlich wieder ein bisschen einfacher. Also, wie ihr sehen könnt, zur Veranschaulichung hier die Achtecke mit den farblichen Kreisen eben und die Map eben ohne. Ja, was sehen wir hier alles? Wir haben hier natürlich spieleranzahlmäßig verschiedene Sachen aufgebaut, so Wolkenplättchen, die man erkunden kann, dann Monstermarker. Hier beim Zweispielerspiel kommen hier zwei auf drei vorgefertigte Plätze, am Rest der Monster-Spawns wird ein Monster verteilt. Da habe ich jetzt noch ein Monster vergessen. Da legen wir noch eins hin. Nämlich hier oben. Hier muss man aufpassen, es darf keine Farbe zweimal vorkommen. Jetzt habe ich den das dritte Mal, aber ist ja jetzt egal. Zu Demo-Zwecken. Und dann haben wir noch die Tempel, die man mit Waren beliefern kann. Dann haben wir Statuen. Statuen kann man dann auf vorgefertigte Bauplätze setzen. Natürlich der Startpunkt mit Zeus und den Schiffen. Und das war es eigentlich schon gewesen. Ja, hier liegen noch die Opfergaben, die man abholen kann und eben abliefern kann. Orakel von Delphi, eigentlich so ein Pick-up-and-Deliver-Spiel. Im Großen und Ganzen, bis auf das Kämpfen noch dazu. Und wie das Ganze abläuft, sehen wir uns gleich an. Sehen wir uns auch das Spielertableau an und was im Aufbau noch zu machen ist. Hier seht ihr das Spielertableau, hier seht ihr die 12 Aufgaben. Was ich nicht so toll finde ist, am Anfang sollte ein Spieler zwei von diesen Monsteraufgaben wählen. Diese Monster werden dann bei allen Spielern umgedreht und werden dann zu Lieferaufträgen. Das finde ich jetzt nicht so toll, da man einen Spielplan sieht und ein Spieler das dann entscheidet. Wir haben das so gemacht, das ist die Nummer 1, 2, 3 und 4, also diese vier Farben hier. Und wir würfeln einfach, das wäre jetzt eine 5, der zählt nicht, die 1, also würden wir den gelben umdrehen,
Dann öffnen wir nochmal. Das wäre die 4. Das wäre jetzt diese rote. Dann drehen wir diese zwei Blättchen um. Und folglich haben wir jetzt zwei farbliche Lieferaufträge und einen beliebigen Lieferauftrag und eben ein schwarzes und ein blaues Monster zu bekämpfen und ein beliebiges Monster. Finde ich viel besser gelöst, der Zufallsfaktor mit dem Würfel, als ein Spieler wählt das für alle aus. Meine Meinung. Ja, habt ihr das gemacht? Zieht ihr noch eine Wundenkarte? Die ist hier grün. Die legt ihr dann hier neben euer Tableau eben ab. Die Wunden kommen hier unten. Und dann dürft ihr die Farbe des Gottes um 1 noch hoch pushen. Hier seht ihr die Spieleranzahl, sollte man nicht vergessen. Passiert meistens, wenn man das Spiel spielt, dass man das vergisst. Also im Zweispielerspiel spawnt man hier oben. Das heißt, wenn ich für einen Gott eine Gunst bekomme, dann hier auf 2 Spieler. Bei 3 Spieler wäre es hier und bei 4 Spieler wäre es hier unten. Ja, dann bekommt jeder noch so ein zufälliges Schiffsplättchen, die erkläre ich euch dann später noch alle. Dieses Plättchen erlaubt mir, meine Orakelwürfel einfach nach rechts auch zu verschieben. Da es ja nur im Uhrzeigersinn möglich ist, kann ich es in beide Richtungen machen und ich habe hier 4 Frachträume, also 4-mal Platz im Frachtraum. Ja, dann würfeln wir noch das Orakel aus. Das wäre einmal blau, einmal rot und einmal rosa. Ihr seht schon, auch bei den Würfeln da muss man meistens 2-mal hinschauen, wenn man die Farbe gewohnt ist, dass man auf die Farbe guckt. Das macht man ja automatisch, also besser orientiert euch gleich an den Symbolen, sollte man sich angewöhnen. Ja, jeder bekommt noch eine Spielübersicht. Dann seht ihr hier unten natürlich noch die Götter. Also wenn ihr im Gunst der Götter steigt, bekommt ihr diverse Boni von den Göttern, die ihr dann auslösen könnt. Und dann kann das Spiel ja eigentlich beginnen. Ja, was haben wir hier für Aufträge? Fangen wir mal so an. Also in diesem Spiel geht es ja nicht um Siegpunkte, sondern um diese Aufträge. Wer als erster diese Aufträge löst und hier wieder zu Zeus zurückkehrt, der hat sofort das Spiel gewonnen, da wird die Runde noch zu Ende gespielt. Falls es auch noch wer schafft, dann werden Tiebreaker aktiviert und falls die auch noch gleich auslaufen, dann gibt es halt ein Unentschieden. Also dieses Spiel ist quasi ein Race-Game, wer es als erster alles löst und zu Zeus zurückkehrt. Sehr ungewöhnlich, finde ich sehr erfrischend. Ja, kommen wir jetzt zu den Aufgaben. Diese Aufgabe hier sagt, wir dürfen, beziehungsweise wenn wir einen Tempel gebaut haben, eine Kultstätte, dann dürfen wir dieses Plättchen abwerfen und einen Gott nach oben schieben. Dieses Plättchen bedeutet, wenn wir eine Statue abgeliefert haben, dürfen wir uns einen Helden aussuchen. Das erkläre ich dann im Detail. Dieses Plättchen erlaubt uns, hier oben seine Aufrüstungskarte zu kaufen. Am Spielumfang liegen hier auch 6 aus. Wenn man eins nimmt, wird auch gleich aufgefüllt. Ja, was bekommt man jetzt von den Aufträgen? Bei diesem Auftrag bekommt ihr für das Erforschen als Belohnung einen Gott. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Das Plättchen wird dann abgeworfen und ihr habt schon einen erfüllt. Bei diesem Auftrag müsst ihr eine Statue abliefern, eine beliebige Farbe in einem beliebigen Bauplatz und ihr bekommt einen Helden. Das Heldendeck liegt hier oben, das liegt offen aus. Da kann man sich dann eben Helden oder Halbgötter aussuchen und die helfen einem dann für den Rest des Spiels. Dann hier ein beliebiges Monster oder das Monster, der angezeigten Farbe bekämpfen. Dann dürft ihr das Plättchen abwerfen und dürft euch hier oben so eine Ausrüstungskarte holen, die sehr starke Effekte haben. Und permanente oder Soforteffekte. Ja, hier ist der Lieferauftrag. Wenn ihr hier einen gelben Tempel beliefert mit einer Opfergabe, bekommt ihr 3 Gunstmarker. Am Anfang des Spiels hat man 3 Gunstmarker, der nächste Spieler 4, der übernächste Spieler 5 und so weiter. Ja, was könnt ihr jetzt machen mit euren Aktionen? Wenn ihr an der Reihe seid, dann habt ihr 3 Aktionen über. Das sind dann eure 3 Würfel. Ihr habt jetzt eine schöne Spielübersicht, die sehr nützlich ist.
Aber man gewöhnt sich daran, also wenn man das Spiel ein paar Mal spielt, dann kennt man das echt auswendig, ist echt cool. Und ihr habt hier auch ein paar Informationen abgedruckt, auf die wir dann auch gleich näher eingehen werden. Also im Grunde habt ihr drei Aktionen mit euren drei Würfeln, dass euch das Orakel vorausgesagt hat, was denn vielleicht passieren könnte oder ihr nutzen könnt. Beginnen wir hier ganz oben. Wenn ihr einen Würfel abgebt, dann dürft ihr eine Orakelkarte ziehen. Die habe ich hier oben ausgelegt. Das wären dann diese hier. Da ziehen wir gleich eine Karte. Diese Karte dürft ihr dann neben euren Tableau ablegen. Und diese Karte, wenn ihr die benutzt, zählt dann wie ein vierter Würfel. Das sieht dann so aus. Man legt die Karte hier ab. Das ist ja hier abgebildet. Und wenn ich an der Reihe bin, kann ich die Karte benutzen, lege sie quer hier oben an die Ecke und dann habe ich einfach einen imaginären zusätzlichen grünen Würfel zur Verfügung. Das wäre die erste Aktion. Also ihr könnt auch drei Würfel abgeben und euch drei Karten holen, aber man muss sich merken, man darf nur eine Karte pro Runde benutzen. Steht auch hier abgedruckt, damit man sich erinnert, einmal. Ja, dann könnt ihr einen Würfel abgeben und euch zwei Gunstmarker holen. Das wären dann diese hier. Also gebt ihr 3 ab, habt ihr 6. Und eine ganz wichtige Aktion: Für einen Würfel dürft ihr euch zwei solche Forschungsblättchen ansehen. Das wären diese hier. Hier befinden sich eure Kultstättenbauplätze oder eure Tempel, wie man so will. Und das ist ganz wichtig. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir zu dieser Aktion kommen. Ja, das waren die Aktionen, für die ihr die Würfel eintauschen könnt. Ihr könnt auch einen Würfel abgeben und wenn ihr jetzt drei Wunden oder vier Wunden der gleichen Farbe liegen habt wie der Würfel, könnt ihr die abschmeißen. Soll heißen, die Würfelfarbe, die ihr abgebt, könnt ihr alle Wunden derselben Farbe heilen. Ihr könnt auch einen Würfel ausgeben, zum Beispiel würde ich hier diesen roten Würfel ausgeben, dann dürfte ich diesen roten Gott eines nach oben schieben. In diesem Fall, im Zweispielermodus, würde der Gott hier starten. Was der dann auslöst, dazu komme ich später. Ja, das war es jetzt eigentlich mit diesen ganz einfachen Aktionen hier oben. Dann gehen wir gleich weiter. Jetzt die Bewegungsaktion. Ihr seht schon, ihr könnt euch drei Felder weit bewegen, wenn ihr einen Würfel abgebt. Das seid ihr aber eingeschränkt. Und zwar, angenommen, wir haben schon gestartet. Ich setze das Schiff zur Übersicht mal hier raus. Wenn ich jetzt einen roten Würfel hier abgebe, dann darf ich mich nur auf ein rotes Feld bewegen, das aber maximal 3 Schritte entfernt ist. Würde ich also hier stehen, dann könnte ich den roten Würfel abgeben. 1, 2, 3. Das war's. Ihr könnt in der Bewegungsaktion aber auch Gunstmarker abwerfen. Das sind die hier. Und pro Gunstmarker, die ihr abwerft, dürft ihr einen Schritt weiter gehen, müsst aber dennoch durch den Würfel auf ein rotes Feld landen. Will heißen, wenn ich jetzt hier stehen würde, dann wäre das 1, 2, 3 und 4. Ein rotes Feld ist mein Ziel. Ich gebe einen Gunstmarker ab und das war's. Ihr könnt natürlich auch 5 Gunstmarker abgeben oder so. Ihr könnt auch quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann müsstet ihr 5 Gunstmarker abgeben und ihr werdet dann ziemlich weit mit dem Schiff gereist. So viel zur Bewegungsaktion. Das ist wirklich ganz einfach, ihr bewegt euch nur zur Würfelfarbe. Dann die nächste Aktion ist, ihr gebt einen Würfel ab und dürft ein Bauplatz erforschen. Dafür müsst ihr angrenzend stehen und ihr seht hier so eine Wolkenkarte. Diese Wolkenkarten verraten uns, ob darunter ein Bauplatz sich befindet, der uns gehört oder der eines anderen Spielers. Das sieht dann so aus, würde ich jetzt hier stehen, das wäre eine grüne Umrandung, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, dann gebe ich hierfür einen grünen Würfel aus, den lege ich dann beiseite und darf mir das Plättchen umdrehen. Jetzt ist es in diesem Fall
wenn ich der grüne Spieler wäre, ein blauer Bauplatz. Das heißt, ich darf hier nicht bauen, bekomme aber dieses griechische Symbol als Belohnung. Da habt ihr hier einen Indikator. Und der Indikator, der sagt euch dann, was ihr als Belohnung bekommt. Wäre dieses Bauplättchen jetzt meine Farbe gewesen, also statt blau eben grün, dann dürfte ich sofort, würde dann original so aussehen, umdrehen und eines meiner Kultstätten, das sich hier natürlich befindet, auf meinen Bauplatz legen. Somit hätte ich auch diese Aufgabe schon erfüllt, entferne sie aus dem Spiel und bekomme den Bonus, ich darf auf meiner Leiste hier unten einen Gott nach oben schieben. Das heißt, entweder hier einmal bewegen, einen Schritt vorwärts oder eben hier einen Schritt nach oben. Das war's mit dem Erforschen. Das ist wirklich eine wichtige, auch eine wichtige Aktion und sollte man mit Bedacht machen, denn wenn man das Plättchen des Gegenspielers aufdeckt, dann weiß der natürlich, wo der Bauplatz sich befindet und braucht keine Aktion dafür ausgeben, um zu suchen. Aber wenn man vorher schon gesehen hat, was darunter liegt, dann ist es natürlich sehr toll, wenn man auch die Belohnung hier bekommen würde durch dieses griechische Symbol. Und die Symbole, also die Belohnungen, die man bekommt, wenn man einen fremden Bauplatz aufdeckt, hier bekommt ihr ein Schild und dürft alle Wunden einer beliebigen Farbe abschmeißen. Der Schild, das befindet sich hier unten. Das braucht ihr dann zum Kampf und für den Titanen. Dann habe ich noch vergessen, also der letzte Spieler bekommt hier noch den Titanwürfel in die Mitte. Das erkläre ich dann euch später. Also wie gesagt, hier bekommt ihr ein Schild, sehr wichtig. Dann habt ihr dieses Symbol, dürft ihr zwei solche Orakelkarten ziehen. Bei diesem Symbol dürft ihr einen Gott um drei Schritte nach vorne setzen. Bei diesem Symbol bekommt ihr sofort vier Gunstmarker. Bei diesem Symbol dürft ihr sofort ein Häuschen oder eine Kultstätte quasi bauen und den Auftrag abschließen. Das heißt, ihr seht, ihr könnt einfach einen anderen Ort wählen, der zu euch gehört, der schon aufgedeckt wurde, stellt ein Häuschen darauf und habt den Auftrag damit abgeschlossen. Also sehr stark auch dieses Teil, wenn schon andere Sachen aufgedeckt wurden. Ja, dann könnt ihr hier noch gratis ein Plättchen umdrehen, ein anderes Wolkenplättchen. Somit wären das alle Aktionen, die auf den Wolkenplättchen abgedruckt sind, die ihr bekommt, wenn es nicht euer Bauplatz ist. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Aktion. Wie gesagt, ihr müsst hier natürlich benachbart zu dem Feld stehen, das ihr natürlich umdreht. Dann könnt ihr hier eine Ware aufladen, ist ja natürlich selbstredend, also ich stehe hier neben einer Ware. Dann gebe ich den Würfelfarbe dieser Opfergabe eben ab, zum Beispiel hier gebe ich den gelben ab und darf es hier auf mein Schiffchen setzen, in den Frachtraum natürlich. Dann haben wir hier unten eine Statue aufnehmen, das funktioniert ganz gleich. Ihr seht hier so Hauptstädte. Wenn ihr mit dem Schiffchen hier beispielsweise seid, gebt ihr einen schwarzen Würfel ab und bekommt eine Statue in eurem Frachtraum. Dann haben wir hier ein Monster bekämpfen. Dazu komme ich zum Schluss von diesem Tableau. Gehen wir gleich hier weiter zur Kultstätte bauen. Also das ist dasselbe wie mit der Bauvorhaben vorher. Also wenn das euer eigener Bauplatz wäre, dann steht ihr nebenbei, gebt die angegebene eingekreiste Farbe hier ab und dürft euch so ein Häuschen bauen und somit hier diesen Auftrag hier abschließen mit den Häusern. Ja, dann eine Ware abliefern, natürlich auch selbstredend. Ihr seht hier diese Kultstätten der zugehörigen Farben. Hier gibt es eben grün, schwarz, gelb, rot, also alle Farben hier. Und ihr beliefert eine rote
Ware natürlich hier auf diese rote Kultstätte, indem ihr den dazugehörigen Würfel abgebt. Was haben wir noch? Eine Statue abliefern. Das funktioniert auch. Hier gibt es eben ein bisschen einen Unterschied, und zwar gibt es hier Statuenbauplätze. Den könnt ihr hier sehen. Wenn ihr eine rote Statue geladen habt, könnt ihr hier eine rote Statue abgeben. Ihr steht hier benachbart und gebt einen roten Würfel aus und stellt die Statue auf diesen Bauplatz. Hier muss man natürlich aufpassen, wo sind die Hauptstädte, wo liefert man. Das heißt, hier könnte ich eine rote Statue aufladen und könnte sie hier unten gleich reinbauen. Anders wäre es hier bei dem Gelben. Also der müsste sich schon einen Bauplatz hier suchen. Gelb wäre hier drüben, ist schon ein großer Weg, den man fahren muss. Und das wäre dann schon nicht so einfach. Also hier sehr gute Planung vonnöten. Vor allem bei den Statuen, wenn man zu viert spielt oder zu dritt spielt, sind die Bauplätze sehr schnell besetzt und das kann dann zu großen Umwegen führen. Also hier muss man wirklich schon vorplanen, wie man das denn machen will. Ja, dann kommen wir zum Monster bekämpfen. Eigentlich auch ganz einfach. Und zwar, wenn ich mit meinem Schiffchen beispielsweise hier stehe, neben dem gelben Monster, dann gebe ich einen gelben Würfel ab und darf gegen dieses Monster kämpfen. Das läuft dann wie folgt ab. Ein Monster hat generell die Stärke 9. Jetzt darf ich hier meinen Schildwert subtrahieren von der Monsterstärke. Das heißt, hätte ich hier einen Schild von 2, dann wäre das Monster Stärke 7. Dann würfelt man diesen D10. Die 10 ist in diesem Fall eine 0 und das bedeutet 0 Stärke. Und wie gesagt, das Monster hat normalerweise 9, eben jetzt durch das Schild 7. Das heißt, ich muss eine 7 mindestens erwürfeln. Dann würde ich hier würfeln. Mit einer 9 hätte ich das Monster eben besiegt. Dann nehme ich das Blättchen von dem Monster und lege es hier unten ab. Dann darf ich noch den Monsterauftrag erfüllen, in diesem Fall das gelbe Monster, werfe das Blättchen ab und bekomme 3 Gunstmarker. Das war's mit dem Monster besiegen. Wenn ihr das Monster nicht geschafft habt, also ihr hättet jetzt Stärke 7 gehabt und ich hätte eine 6 gewürfelt, dann wäre das jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt einen Gunstmarker abgeben, dann dürft ihr nochmal gegen das Monster kämpfen, also alles im selben Kampf. Das Monster verliert eine Stärke, er wird Stärke 6 und ihr braucht in Zukunft eine 6, um ihn zu töten. 6 oder höher natürlich. Falls es immer noch nicht gelingt, gebt ihr noch einen Gunstmarker ab. Das Monster wird von Kampf zu Kampf schwächer, dann ist es Stärke 5 und ihr braucht natürlich 5 oder höher. Das hat schon zu viel Gelächter geführt, wenn einer richtig Pech hat, 4 Marker, 5 Marker abgibt, das Monster schon auf 3 ist und der immer das Monster noch nicht schafft, weil er dann zufällig noch eine 0 würfelt oder eine 1, dann ist es natürlich blöd gelaufen. Wenn ein Monsterkampf eine 0 würfelt, dann müsst ihr eine Wundenkarte ziehen. Ist natürlich auch nicht toll, weil zu den Wundenkarten komme ich dann später. Ja, das war's mit dem Monster bekämpfen. Finde ich eine sehr nette Aktion, bringt Abwechslung in das ganze Pickup Deliver und ist wirklich eine schöne Option. Ja, das war's zu den ganzen Aufgaben, die ihr hier machen könnt. Das heißt, ihr reist mit eurem Schiffchen rum, nehmt die Waren auf, nehmt Statuen auf und liefert die natürlich an die zugehörigen Locations ab. Hierbei könnt ihr euch nicht in die Quere kommen, denn Schiffchen können auch beliebig viele auf ein Feld stehen. Das Einzige, was hier richtig schwierig ist bei 3 oder 4 Spielern, es kann sein, dass hier die Bauplätze gleich zugestellt sind, dass euch jemand ein Monster wegnimmt, auf diese, zu der ihr gerade hinfahrt, das ihr noch braucht. Das kann dann schon ein bisschen zu Planungsschwierigkeiten führen. Ja, wenn ihr ein Monster bekämpft habt, so viel noch dazu, dann dürft ihr natürlich auch eine Belohnung nehmen. Die seht ihr hier abgedruckt. Das wären dann so permanente Karten, die man hier oben ausliegen hat. Die Karten kann ich euch zeigen, die haben zum Beispiel einen Effekt, einen Soforteffekt. Haben wir da einen? Sehen wir gleich, ich sehe da gleich mal hier nach. Nehmen wir gleich den ganzen Stapel, also hier liegen 6 Stück aus. Wenn ihr eine wählt, wird die dann gleich wieder aktualisiert.
Hier habt ihr einen permanenten Effekt, das heißt, ihr könnt einen blauen Würfel ausgeben, dann bekommt ihr das alles. Ihr dürft eine Aktionskarte ziehen, eine Orakelkarte halt, einen Gunstmarker abgeben und einen blauen Gott steigern. Normalerweise darf ich einen blauen Würfel abgeben und diesen Gott hier steigern, aber das ist natürlich dann die stärkere Version. Dann habt ihr hier das Aufdecken-Symbol. Das haben wir natürlich hier auch. Ich darf hier zwei Inselmarker quasi aufdecken und da reinschauen, was sich darunter befindet. Das ist wirklich eine sehr wichtige Aktion und die dann wieder ablegen. Und mit dieser Aktion dürft ihr auch zwei aufdecken und reingucken, aber eins davon dürft ihr dann umdrehen. Das ist aber ein Sofort-Effekt, das ist ein Blitz hier, die Karte wird danach wieder abgeworfen. Wäre schlimm, wenn man das ja immer machen könnte. Hier dürft ihr euch sofort eine Statue von einer Hauptstadt nehmen, die in der abgedruckten Farbe. Dann ein Sofort-Effekt auch wieder. Ihr bekommt drei Gunstmarker, eine Karte, einen Gott um zwei steigern. Dann hier eine permanente Karte. Wenn ihr selber würfelt, Orakel befragt, bekommt ihr zwei Gunstmarker, wenn ihr schwarz würfelt. Hier dürft ihr eine beliebige Ware nehmen. Hier habt ihr einen Frachtraum mehr und bekommt sofort ein Schild. Hier natürlich wieder die Waren. Hier bekommt ihr, könnt ihr für drei Gunstmarker einen Aktionswürfel holen, also eine Aktion zusätzlich machen. Das ist richtig toll. Dann natürlich Statuen wieder. Wenn ihr hier einen von diesen Aufträgen erfüllt, also beliebige Statue, Ware oder Monster, dann dürft ihr auch gleichzeitig einen beliebigen Gott steigern. Dann hier auch ein tolles Plättchen, tolle Karte. Nämlich, ihr dürft eine Statue von der Stadt aufnehmen, müsst aber nicht angrenzend zur Stadt stehen, sondern ihr könnt es schon ein Feld vorher machen. Das gleiche auch beim Absetzen der Statue, es ist ja auch schön abgebildet, eigentlich selbstredend, brauche ich nichts dazu erklären. Dann diese Karte hier, hier darf ich über Untiefen fahren. Also normalerweise kann ich ja diese Löcher hier, die zählen aus Untiefen, nicht drüber fahren. Da darf ich aber dann zum Beispiel von hier nach hier fahren. Also von hier nach hier, nicht auf dem Land natürlich. Und wenn ich jetzt drei Bewegungen hätte, dann wäre das 1, 2, 3. Also die Untiefe zählt nicht als Bewegungsschritt. Auch, kann auch sehr stark sein, kann man Abkürzungen nehmen. Hier darf ich einen beliebigen Gott um 1 steigern. Dann die nächste Karte, wenn ich selber am Würfeln bin, darf ich wieder 2 Gunst nehmen. Dann hier bei 4 gleiche Wundenkarten muss ich erst aussetzen oder eben bei 8 verschiedene. Das macht mich quasi noch ausdauernder. Zu denen komme ich dann gleich, wenn ich zum Rundenende komme. Dann hier bekomme ich eine Bewegung zusätzlich. Aber trotzdem muss ich noch auf der richtigen Würfelfarbe landen. Das ist so viel, wie wenn ich permanent zu meiner Bewegung immer ein Plättchen ausgeben würde. Dann hier bei einem rosa Würfel, wenn ich den abgebe, den rosa Gott steigern. Und die Belohnungen dazu hier für grün. Dann hier dasselbe wie mit der Statue. Einfach benachbart muss ich nicht mehr stehen, sondern kann ein Wasserfeld dazwischen haben. Dann gilt dasselbe hier für Monster bekämpfen und so eine Kultstätte abstellen. Und natürlich hier wieder für den selbstgewürfelten gelben Würfel bekomme ich 2 Gunstmarker. Das waren die Ausrüstungskarten, die sind wirklich sehr stark und sehr begehrt. Ja, wenn ich jetzt mit meinem Zug fertig bin, dann darf ich meine Orakelwürfel neu würfeln. Das heißt, vom Thema her, ich befrage die Orakel und würfel die Würfel. In diesem Fall hätte ich jetzt schwarz, rosa und rosa. Dann legt man die Würfel hier ab und das ist dann die nächsten Aktionen, die man zur Verfügung hat. Jetzt sehen sich alle Spieler an, angenommen ich habe jetzt eine rot gewürfelt. Jetzt sehen sich alle Spieler an, welche farblichen Götter haben sie schon hier in dieser Stufe liegen, in dieser Reihe mit den Stufen. Wenn jetzt die anderen Spieler die Farbe
zu einem Gott, den ich gewürfelt habe, passt, dann kann er den Gott um eine Stufe steigen. Als Beispiel nehmen wir an, mein Gegner hat seinen Zug beendet und er würfelt. Jetzt habe ich wieder... Hätte er jetzt dieses Ergebnis und hätte er dieses Ergebnis gewürfelt, dann hätte ich jetzt blau und rot. Wir sehen hier, ich habe einen blauen und einen roten Gott hier oben. Jetzt dürfte ich einen Gott nehmen und um eine Stufe nach oben schieben. Wenn der nächste Spieler rechts von mir seinen Zug beendet, würfelt er auch wieder sein Orakel aus und ich darf wieder einen Gott steigern, wenn ich die Farbe treffe, die er gewürfelt hat. Sollte man nicht vernachlässigen, das ist sehr stark. Hier sollte man immer ein paar Götter in der Reihe liegen haben, denn die hier unten zählen nicht. Die warten nur, dass man da sie hier eingesetzt werden mit einer Bewegung, also immer nur Götter, die sich schon auf dem Weg nach oben befinden. Ja, dann setzt eben die Würfel hier wieder ab auf die gewählte Farbe, auf die erreichte Farben natürlich. Und das war's dann mit eurem Zug. Ja, dann haben wir noch den Titanwürfel, der letzte Spieler. Der bleibt auch immer der letzte Spieler natürlich. Der würfelt hier den Titanwürfel. Wenn der Titanwürfel eine 5 zeigt, dann bekommt ihr Schaden. 5 oder weniger. Jetzt habt ihr hier Schilder. Das Schild reduziert den Schaden. Wenn ich jetzt 2 Schilder liegen habe in diesem Fall und ich würde hier eine 2 würfeln, dann hätte ich mich gegen den Titan verteidigt. Wenn ich eine 3 gewürfelt habe, also der Spieler halt, dann hätte mich der Titan getroffen und ich müsste eine Schadenskarte vom Schadensdeck ziehen. Das sind diese Karten hier. Natürlich geht das hier bis 5. Wenn er eine 6 würfelt, dann kann ich das nicht mehr verteidigen. Ich habe hier maximal 5 Schilder und ich muss 2 Wunden ziehen. Also wenn er 5 würfelt, muss ich immer eine Karte ziehen. Also ich habe hier 5 Schilder, dann habe ich mich komplett verteidigt natürlich. Aber bei einer 6 muss dann eben jeder Spieler 2 Karten ziehen. Auch ich selbst, wenn ich gewürfelt habe, natürlich, der Titan greift immer alle an. Ja, da komme ich noch gleich zu den Helden. Die Belohnung habe ich noch nicht vorgestellt. Und zwar gibt es hier ein paar Helden, die man sich aussuchen kann, wenn man eine Statue abliefert. Liefert ihr eine Statue ab, könnt ihr euch den passenden, farblich passenden Helden oder eben Halbgott dazu aussuchen. Angenommen, ich liefere jetzt eine grüne Statue ab. Also die Farben, es gibt hier 3 verschiedene Helden, sie sind bei den Farben ja immer gleich, also zeige ich euch nur die 3 grünen hier. Dann bekomme ich den Helden. Bei ihm hier darf ich jeden grünen Würfel, den ich benutze, auch für eine beliebige Farbe verwenden. Zur Erinnerung, diese Würfelkarten hier zählen auch als Würfel. Das heißt, hätte ich hier einen grünen Würfel und ich benutze ihn, darf ich den hier auch für eine beliebige Farbe benutzen. Und wenn ich den Held erhalte, bekomme ich sofort hier eine Orakelkarte. Denn dieser Held hier erlaubt mir sofort meinen Schild um 2, also 2 Pfeile, um 2 nach rechts zu rücken. Da bekomme ich 2 Schild mehr und von nun an darf ich alle grüne Karten abwerfen. Hier gleich gibt es 2 Regelunklarheiten, da die Anleitung leider ein bisschen fehlerhaft ist. Und zwar in der deutschen Version der Anleitung steht hier ein Schild steigern. Nein, ihr habt hier 2 Pfeile, also müsst ihr euer Schild um 2 Pfeile steigern. Steht auch in der englischen Anleitung. Dann die nächste Unklarheit hier steht von nun an. Ja, also das ist ein bisschen undeutlich formuliert. Was heißt von nun an, darf ich jetzt die hier ausliegen auch schon abwerfen oder erst die, die ich bekomme? Wir haben das dann so gespielt, wenn es heißt von nun an darf ich alle grünen Karten abwerfen, könnt ihr euch auch die ausliegenden Karten abwerfen. Ich hoffe, hierzu kommt vielleicht noch eine kleine Erklärung, aber ich denke, dass man hier das so gespielt hat und viele Spieler das auch anders interpretieren können. Ja, das wäre es zu dem hier. Dann eine Kreatur habt ihr hier auch und der gibt euch auf einen grünen Würfel plus 3 Bewegung. Das ist auch ganz einfach. Macht ihr eine grüne Bewegung, bekommt ihr eigentlich
bekommt ihr einfach drei Bewegungsfelder mehr. Also würde ich mich auf ein grünes Feld bewegen, das 3 entfernt wäre, das 6 entfernt wäre, dann könnte ich das machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht aber nur auf dem grünen Feld. Ja, so viel zu den Helden. Also die sind alle gleich von jedem Farben. Natürlich auch die unterschiedlichen Schadensarten abwerfen dafür und muss man auch richtig gut aufpassen, welche Helden holt man sich, welche Helden haben sich die anderen schon geholt und man nicht die falsche Statue abliefert und einen Denkfehler gemacht hat. Dann noch eine wichtige Sache, dass ich nicht vergessen darf, und zwar, ihr habt ja noch die Gunstmarker hier. Und was ganz cool ist, ihr dürft mit den Gunstmarkern auch die Farbe der Würfel verändern. Das spiegelt jetzt hier ein bisschen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr habt hier natürlich diese 6 Farben und ihr dürft, auch hier seht ihr die Pfeilrichtung, für einen Gunstmarker die Farbe eines Würfels verändern. Ihr könnt auch 5 Gunstmarker abgeben, das müsst ihr vor einer Aktion immer machen. Ja, das heißt, ihr müsst den Würfel ja dann auch benutzen, das geht nur einmal. Angenommen, ich bräuchte jetzt hier noch einen gelben Würfel, dann gebe ich 1, 2, 3, 4 Gunstmarker ab und ich habe einen zweiten gelben Würfel in diesem Fall. Jetzt erlaubt mir dieses Boot, dieser Bonus meines Bootes, ich darf in 2 Richtungen die Würfel eben umswitchen. Das bedeutet, ich darf auch so. Das ist eine coole Ausnahme, ist sehr nützlich und richtig genial. Da haben wir noch die Bootsplättchen, bevor wir zum Ende kommen. Und die Bootsplättchen haben natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr am Spielanfang bekommt. Und zwar, dieses Plättchen erlaubt eurem Boot plus 2 Felder zu fahren. Hier bekommt ihr 2 Schilde, einfach zusätzlich, das ist, finde ich, auch sehr toll. Ihr startet schon mit 2 Schilde, bekommt nicht so viele Wunden. Ja, das mit den Wunden erkläre ich dann gleich noch. Dann hier bekommt ihr gleich eine Ausrüstungskarte und eine Orakelkarte. Dann hier erhält ihr jedes Mal ein Gunstplättchen mehr. Wenn ihr Gunstplättchen bekommt, gilt auch schon für den Spielstart. Hier dürft ihr zu Spielbeginn ein Zeusplättchen ablegen, ein beliebiges, ohne die Belohnung zu erhalten. Das heißt, ihr braucht nur 11 Aufgaben machen. Hier dürft ihr den Würfel beim Switchen um 1 billiger machen, das erkläre ich noch schnell. Und hier starten alle Götter schon in der Spielerei, die die Spieleranzahl anzeigt. Also die Götter hier oben, muss ich die Fähigkeiten auch noch erklären, die starten ja alle hier oben dann im Zweispielermodus. Ja, das war's zu den Schiffsplättchen. Info zu der hier noch, und zwar, ihr könnt hier ja einmal gratis switchen, das heißt, minus ein Plättchen bezahlen. Normalerweise müssen wir ja ein Plättchen bezahlen, das heißt, switche ich einmal, ist es gratis. Aber danach muss ich gleich die Aktion damit machen, das heißt, ihr könnt nicht gratis, 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 geht ja logischerweise nicht. Wenn ihr 5 Plättchen abgeben müsstet, weil ihr 1, 2, 3, 4, 5 einen schwarzen Würfel wollt, dann müsst ihr einfach eins weniger bezahlen. Ist auch eine coole Fähigkeit, jeden Würfel einmal gratis zu switchen. Ist ja toll. Dann zum Abschluss noch die Götter. Die haben sehr starke Effekte und sind auch ein zentrales Element des Spiels. Die sind wirklich stark. Und zwar habt ihr diesen Gott hier oben erreicht. Ich gebe hier mal alle Götter rauf. Dann seid ihr in der Gunst des Gottes so hoch, dass er euch einen Gefallen gewährt. Apollon hier, müssen wir umdrehen, so sieht's aus. Also Poseidon gewährt euch, dass ihr euer Schiff einmal auf ein beliebiges Feld setzen dürft. Das ist ganz cool. Die Götter sind Soforteffekte, die ihr durchführen könnt und danach der Gott wieder unten startet. Und ihr nehmt einfach diesen Gott, legt ihn wieder hier unten ab und nutzt seinen Effekt. Bei Poseidon wäre das ja ganz einfach. Ich nehme einfach mein Schiffchen und setze es hier rauf.
Fertig, das war's. Dann Apollon hier. Apollon ist auch ganz cool. Wenn ihr den wieder nach unten setzt und seine Fähigkeit benutzt, wenn ihr drei Götter habt, könnt ihr auch alle drei in euren Zug benutzen. Das sind ja Sonderaktionen. Apollon gewährt euch sofort eine Orakelkarte zu ziehen. Also das sind diese hier mit dem Würfel. Und alle Würfel, auch einschließlich dieser Karte, wenn ihr sie benutzt, dürft ihr für beliebige Farben ausgeben. Also es sind alles Jokerwürfel, wenn man so will. Dann haben wir hier den grünen Gott, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht von den anderen noch, der gewährt euch, dass ihr hier auf dem Spielplan ein Wolkenblättchen nehmt und aufdeckt. Ist sehr cool in Kombination mit dieser Aktion. Ihr gebt einen Würfel aus, seht euch, was darunter ist. Darauf könnt ihr auch planen, falls ihr keinen Bauplatz von euch erwischt habt. Dann nehmt ihr euch hier ein tolles Symbol oder sucht es euch aus. Und wenn ihr einen Bauplatz von euch erwischt habt, dann könnt ihr natürlich sofort hier so eine Kultstätte bauen und den Auftrag abschließen. Man sollte hierbei achten, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr hier diese zwei Plättchen anseht, dann merkt euch, welches Symbol unter welchem Plättchen liegt und schaut nicht auf euer Tableau, denn die anderen Spieler können dann erkennen, ob ihr eine Farbe von euch erwischt habt oder nicht. Also speziell im Zweispielerspiel ist das richtig gemein, da müsst ihr dann ein bisschen blöffen. Aphrodite, die rote Göttin hier, die gewährt euch, dass ihr alle Wundenkarten ablegen dürft. Die Wundenkarten muss ich jetzt, dann darf ich jetzt wirklich dann nicht vergessen, was die dann noch machen. Dann haben wir noch Ares hier. Ich glaube, Ares braucht man ja fast nicht erklären. Wenn ihr euch hier neben einem Monsterplättchen befindet, dann dürft ihr ein Monster aussuchen, ablegen und ihr habt das Monster besiegt, auch den Auftrag abgeschlossen. Ares kommt dann natürlich auch wieder ganz unten hin. Dann haben wir noch Hermes. Hermes gewährt euch, wenn ihr euch in einer Stadt befindet, also neben einer Stadt, ist auch eine sehr coole Aktion. Also angenommen, euer Schiff würde hier neben dieser Stadt stehen, dann gebt ihr diesen Gott aus und er holt euch mit seiner Hand eine Stadt, eine Statue aus irgendeiner beliebigen Stadt und setzt sie gleich in euren Laderaum. Also thematisch sehr geil gemacht, die Götter greifen hier, muss man sich vorstellen, direkt in das Spielgeschehen ein und gewähren euch eine göttliche Gunst. Das Monster wird sofort getötet, eben, oder eine Statue bekommt ihr geschenkt, oder ihr dürft sofort aufdecken, also die Götter sind da gnädig. Ja, die Wundenkarten. Am Anfang eures Spielzuges müsst ihr abchecken, wie viele Schadenskarten ihr besitzt. Das seht ihr hier unten, einen kleinen Indikator. Ihr seht hier diese drei Schädel, die bedeuten, wenn ihr drei gleiche Schadenskarten vor euch ausliegen habt, dann müsst ihr eine Runde aussetzen und ihr dürft drei beliebige Schadenskarten abwerfen. Wenn ihr sechs Schadenskarten vor euch liegen habt, das wäre dann hier unten, müsst ihr auch eine Runde aussetzen, dürft hierbei auch drei beliebige Schadenskarten abwerfen. Ja, das so viel zu den Schadenskarten. Also wie gesagt, der Titan greift euch an und wenn ihr Schaden bekommt, dann müsst ihr eben solche Karten ziehen. Ist immer sehr spannend, ist extrem spannend auch von Anfang an, denn habe ich hier eine grüne und ziehe ich gleich noch eine grüne Karte, dann kann es passieren, im Fall, wenn ich wirklich viel Pech habe und in der dritten Runde noch eine grüne Karte ziehen würde, dann müsste ich eine Runde aussetzen. Und das tut wirklich, wirklich extrem weh. Ja, so viel zu den Schadenskarten. Das ist auch ein tolles System, finde ich. Ist gut implementiert worden, denn so hält das Ganze immer spannend. Der Titan greift alle an und wenn es passiert, dann muss mal ein Spieler aussetzen. Dazu sind auch Schilde eben sehr wichtig. Ja, dann möchte ich noch auf einen groben Fehler im Spiel eingehen. Ein Bug, wie wir finden, und zwar: Es ist ja in der Regel eigentlich nicht definiert. Die Regel hat wirklich einige Fehler. Dazu möchte ich im Fazit noch eingehen. Wenn ihr eine zweite Farbe auflegt,
Der hat 4 Ladeflächen, geht auch mit 2, aber ich könnte hier, natürlich, es steht nicht in der Regel, wie viel ich hier laden darf von einer Farbe. Ich könnte ja permanent, wenn ich will, einfach die ganzen Farben aufsammeln und damit rumschiffen. Wie gesagt, es wäre ja eigentlich eine logische Sache, dass man das nicht macht, aber dennoch, es ist nicht in der Regel definiert. Dasselbe System haben wir oft und oft durchgekaut. Man kommt auf keine Lösung, man sollte hier eine Hausregel verwenden, dass, wenn man eine gelbe Ware geladen hat, dass man keine zweite gelbe Ladung mehr dazu nehmen kann. Von jeder Farbe 3 gewählt werden, dann könnte ein anderer Spieler seinen Auftrag nicht mehr erfüllen. Also das ist wirklich ein grober Fehler, entweder in der Anleitung oder dieser Bug wurde einfach nicht bemerkt. Ich weiß es nicht. Ja, dazu gehe ich dann im Fazit noch drauf ein. Aber im Großen und Ganzen ein sehr geiles Spiel, macht richtig viel Spaß und hat wirklich einen guten Flow, nicht zu viel Downtime, wenn man nicht zu arg rein überlegt und sich schon die Züge ausdenkt, weil die anderen spielen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es und ihr kommt mit diesem Video gut zurecht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen hier. Und ja, dann sehen wir uns beim Fazit wieder, das ich gleich im Anschluss noch machen werde. Bis dann, Leute. Ciao, euer Austrian Board Gamer.